Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, ihr 93 Jogo hier. Im letzten Teil haben wir alle, wo sind sie denn, hier die Ninja-Eskapaden durchgemacht, über die Akatsukis, die Beinushias und über, tja, die weiteren Vorkommnisse im Manga, wo ich doch wirklich hoffe, dass diese auch im nächsten Naruto-Spiel gezeigt werden. Nun habe ich mir vorgenommen, im Ninja-Welt-Turniermodus noch die anderen Stufen zu meistern. Man kann ja die, es werden ja immer mehr Stufen auf der Insel freigeschaltet. Dabei kann man eben dann auch noch Ninjas treffen, damit die Sicherheit dem stimmt. Ich kann heute nicht reden. Dass sie sich dem Team von einem anschließen. Dabei muss man wahrscheinlich wie am Anfang mit Iruka und Konohamaru so kleine Aufgaben erfüllen. Und was mir einfach gut gefällt, es ist so wie, als würden halt all diese Charaktere halt, die würden gut miteinander auskommen. Es ist halt ein Wettkampf. Davon hatte ich schon mal was im Anime gesehen, in so, wie war das, in so einem kleinen Minifilm, wo es so dargestellt wurde, als würden die Charaktere für die Serie eben sprechen und Schauspielern. Also wären das einfach, das wären Kumpeln, Kompatre. Das gefällt mir. Gut, Ninja-Welt-Turnier-Story und außerdem höhere Ränge anstreben, natürlich. Spielladen, neues Spiel, nö. Spielladen, das bedeutet ja, die erste Idee-Stufe haben wir schon, die anderen können wir noch machen, ja. Und heute, ich habe mir schon überlegt, mit welchem Charakter ich sozusagen, mit welchem Charakter ich das starte, wen ich als Hauptcharakter nehme. Und ja, da wollt ihr dann auch ein bestimmtes Thema ansprechen, was wahrscheinlich in dem Fall auch sehr gut ist. Das kann man überspringen. Wo kann man das überspringen? Ja bitte, das können wir schon. Das Intro kennen wir schon. Da wird uns alles erklärt. Wir sind auf der Insel. Herzlich willkommen. Haben Sie einen Urlaub gebucht? Sind Sie auf der falschen Insel? Meine Güte. Hätten Sie mal vorher hier richtig geschaut. Gut. Also die PTS-Charaktere, also diese Jugendlichen aus der Vergangenheit, kann man nicht wählen. Yep, den habe ich mir vorgenommen. Den zweiten Mitsukage, nehme ich den als lebendigen oder als Edo. Nehmen wir doch mal die Edo-Tensei-Form, also die wiederbelebte Form. Gut. Ihn betrifft das Thema, was ich ansprechen möchte, besonders jetzt auch bei dem Spiel hier, Naruto. So, das können wir eigentlich auch schon überspringen. Die werden uns hier halt nochmal hier alles erklären, wie läuft es ab. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, also sie erklären uns, ja, wir können halt umherlaufen. Können uns da anmelden. Es gibt erstmal die Qualifikationsrunde, dann die erste Runde. Herausforderung für alle geöffnet. Aha, neue Reihe. Okay, alles klar. Bereiche freischalten, genau. Je höher wir sind, desto mehr Bereiche können wir freischalten, desto mehr Ninjas können wir treffen und so weiter. Ah, mit den beiden habe ich mich, glaube ich, noch gar nicht angeschossen, oder? Guten Tag! Du willst also ein Teamtraining veranstalten? Ja, ich frage nur ungern, aber kannst du die 13 mitmachen bewegen? Sakura und Sai sind wohl in der Nähe, aber weißt du auch, wo Naruto ist? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich eine Ahnung habe? Naja, nein. Wohl eher nicht, denke ich. Wie ich ihn kenne, streunt er wahrscheinlich nur irgendwo herum. Und du willst, dass ich ihn finde. Naja, wenn das so ist, darf ich dich dann bitten, die Suche nach Sakura und Sai zu übernehmen? Da muss ich passen. Ich habe alle Hände voll zu tun, beim Buch fertig zu lesen. Ernsthaft? Nach Hiraya, der einen ehemaliger Lehrer von Naruto hat ja eine Buchreihe geschrieben, von denen Kakashi ein großer Fan ist, das Flirtparadies. Und echt, das ist ihm wichtiger, das ist typisch Kakashi, sage ich euch. Okay, Team 7 kommt zusammen, Auftragsdetails. Team 7 will ein Teamtraining durchführen. Die Mitglieder haben sich noch nicht versammelt, deshalb müssen sie zusammen mit Yamato suchen. Hilft Team 7 dabei, das Training zu beginnen. Alles klar. Den nehme ich doch gerne an, ich helfe doch. Hä? Du willst mir helfen? Dankeschön. Das kommt mir sehr gelegen. Wenn das so ist, kannst du bitte Sakura und Sai herholen? Die sollten beide in der Nähe und nicht allzu schwer zu finden sein. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach Naruto um. Natürlich wäre es noch viel einfacher, wenn Kakashi helfen würde. Wenn ich meinen Posten verlasse, wüsste doch niemand, wo die Versammlung stattfinden soll, oder? Ich bin sowas wie ein Infostand. Das ist eine ziemlich wichtige Aufgabe. Oh ja, auf cool zu machen funktioniert hier nicht, denn ein Infostand ist in keiner Weise cool. Na gut. Der Typ kann echt immer nur meckern. Tja, besser meckern als zu klotzen oder was andersrum. Besser klotzen als zu meckern. Tja, irgendwer wird immer meckern. Wie auch immer. Guter Übergang. Die Suche nach Sakura und Sai überlasse ich dir. Ich werde hier als Infostand mein Bestes geben.
Okay, und während wir die beiden suchen, möchte ich mal versuchen... Während wir die beiden suchen, werde ich mal versuchen, mir mein Thema anzusprechen. Also, das hat hier mit dem... Okay, hier können wir nicht lang da mit der Barriere, was den zweiten Mitsukage betrifft. Was ein großes, sagen wir mal, Thema bei Naruto-Spielen ist, sind Spam-Charaktere. Kurze Erklärung, da hinten habe ich schon Sakura gesehen. Spammen bedeutet, ihr macht immer das Gleiche, bis es klappt. In diesem Spiel zum Beispiel, ihr setzt immer wieder das Hutsuyan, bis es halt trifft. Nun sind halt Charaktere wie der Mitsukage, der halt Fernangriffe verwendet, halt als Spam-Charaktere eingestuft worden. Das bedeutet, er macht eher Angriffe aus der Ferne, anstatt dass er in den Nahkampf übergeht. Ich mach gleich weiter, ich möchte Discord nur vom Tisch kriegen, weil das ein Thema ist, was mich aufregt. Aber es ist halt seine Art zu kämpfen und überlegt euch, ein Charakter spammt nicht. Ein Spieler spammt, der Spieler entscheidet, wie der Charakter sich bewegt, was er macht. Also beschuldigt nicht die Charaktere, sondern die Spieler. Und wenn ihr dann sagt, die sind ein bisschen leicht zum Spammen zu gebrauchen, das ist halt ihr Kampfstil, so wie in der Serie. Und ihr könnt nicht erwarten, dass ein Charakter, der nur über wenig Nahkampf kommen muss, verfügt nämlich nur zwei und die aus nur drei Treffern besteht, dass diese lediglich nur verwenden. Ich rede gleich weiter. Ich bin gerade hier auf 180. Sakura gefunden. Ach nee, noch ein leuchtender Pfeil, bitte. Ich bin noch nicht bescheuert. Du sagst Sakura bescheuert, dass Kakashi nach ihr sucht. Nur für was braucht er sie? Das bleibt ein Geheimnis. Teamtraining, stimmt's? Ich habe das Gefühl, wir waren schon lange nicht mal alle zusammen. Gut, ich muss also nur Kakashi aussuchen, ja? Danke fürs Bescheid sagen. Immer wieder gerne. Oh, und hier, nimm das. Als kleiner Dank, weil du dir solche Mühe gemacht hast. Es gehört dir. Wundsalbe halten. Bis dann. Für was denn Wundsalbe? Wovon hat ihr es gerade? Genau, mit den Charakteren. Und sagen wir es mal so, es gibt einen fairen Weg, Fernkämpfer einzusetzen, auch damit der Gegner dann nicht sagt, sei doch mal ein bisschen fairer. Ja, weil ich meine, die sind genauso fair wie andere, weil wenn ihr sagen würdet, dass das wiederholte Drücken der Angriffstaste ist Spammen, dann ist jeder Charakter, kann man mit jedem Charakter spammen, denn was macht ihr, wenn ihr mit einem Nahkampfcharakter kämpft? Ihr schlagt immer wieder die Nahkampf-Angriffs-Kombo, damit ihr Kombos macht und bei einem Charakter wie halt die Mitsukage hier oder zum Beispiel Deidara, der mit dem explosiven Klee, nicht Klee, Ton, tut mir leid, warum Klee? Gute Frage. Da sind das halt ihre Fernkombos, also, wupp, hoppala, ist er vielleicht da oben drin, in der Höhle, na, Täubchen, was hast du da, Abwehrbrecherangriff, na, dankeschön. Also, was ich damit sagen will, beschuldigt nicht die Charaktere, sondern die Spieler. Die Charaktere können es dafür und wenn jemand keine faire Spielweise verwendet, dann ist es ihre Entscheidung. Dann müsst ihr die verurteilen, nicht die Charaktere, die nur lediglich Programme sind, also. Und ich werde euch zeigen, wie man mit dem auch auf faire Weise kämpfen kann. Okay, ah, da haben wir Sai. Gut. Sai gefunden. Dankeschön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sai, dass Kakashi nach ihm sucht. Wofür ihn braucht? Vielleicht kann Sakura ihm weiterhelfen. Ich verstehe. Team 7 hat eine Versammlung. Gut, ich mache mich gleich auf den Weg. Ich habe ganz vergessen, im Buchstand, ich sollte mich bedanken, wenn mir jemand einen Gefallen tut. Ah ja, er und seine Bücher. Am Anfang hatte er ja sozusagen Probleme, seine Gefühle zu zeigen. Und das will er nun ausgleichen, indem er Bücher liest, damit er lernen kann, wie er sich in gewissen Situationen zu verhalten hat. Das ist eine interessante Charaktereigenschaft. Manchmal ein bisschen, da denkt man sich, oh, das muss nicht alles aus einem Buch sein, weil das sind die Erfahrungen von anderen, macht einer eigenen, aber er versucht, sich zu bemühen, sich zu bessern und das ist doch auch bemerkenswert. Also dann würdest du es bitte nehmen, na, immer wieder gerne, Nahrungspillen. Dann nehme ich doch, die nehme ich doch mit Milch zum Frühstück zu mir. Gut, das sollte der Vertiefung unserer Bekanntschaft gedient haben. Auf der Linie muss ich weitermachen. Mit Sakura und Sai habe ich geredet. Also dann zurück zu Kakashi. Jawohl, dann haben wir hier ein paar neue Kompatri. Da sehe ich schon die Väter von Shoji und Ino, aber die kommen beim nächsten Mal dran. Mit den anderen könnte ich ein bisschen reden, aber habe ich gerade nicht so viel Lust. So. Oh, du bist wieder da. Vielen Dank, Sakura und Sai sind schon bereit. Und, was ist mit dir, Yamato? Naja, Naruto konnte ich nicht finden, deshalb bin ich einfach zurückgekommen. Du beschämst mich als deinen Vorgesetzten, Yamato. Wenn das so ist, hättest du einfach auch helfen sollen, Kakashi. Hä? Niemand hat sich bisher mit Naruto in Verbindung gesetzt?
Naja, taucht er jetzt auf, oder? Und deshalb konnte ich ihn nicht finden. Ah, wo in aller Welt steckt er nur? Naja, wie ich Naruto kenne, ist er beschäftigt. Der rennt auch dauernd herum, als hätte er schwer zu tun. Aber ich glaube, wir brauchen auch Naruto, um das richtige Team 7 zusammenzukriegen. Ich meine, er ist doch der Wichtigste im Team. Oh, 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 halt! Hat die das gerade echt gesagt? Naruto ist der Wichtigste im Team? Aha! Aha, aha, aha! Und wenn wir Teamtraining machen, wird er nur noch mehr gebraucht. Ja. Ah, also gut, starten wir noch einen Versuch. Ich habe Naruto vor gar nicht so langer Zeit gesehen. Hä? Was? Wo ist er hin? Handelt es sich um eine wichtige Mission? Naja, wie soll ich das sagen? Halt, sag nichts. Er hilft irgendwem bei irgendwelchen Schwierigkeiten aus, stimmt's? Er spielt Verstecken mit den Kindern. Oh, ist das nicht lieb? Ich weiß, ist keine Mission, aber ey, er spielt ein bisschen mit den Kindern, damit denen die Langeweile vergeht. Das ist doch auch was, oder? Ah. Tja, kannst du stattdessen vielleicht nach Naruto suchen? Ich meine, ich muss ebenfalls trainieren, weißt du? Vielleicht sollten wir erstmal anfangen. Mann, kaum hören sie, dass Naruto mal ausspannt, machen sie ihn schon runter. Sei es drum. Sei, weißt du, wo der Idiot abgeblieben ist? Ach, jetzt ist er auf einmal wieder der Idiot. Die hakt immer auf dem rum. Die Sakura, also... Deshalb mag sie ein bisschen nicht, weil die immer auf ihn rumhackt. Warum? Meine Güte. Ich sah ihn irgendwo auf dem Weg zum Festbrunnen. Und dorthin solltest du dich dann wohl begeben. You don't say. You don't say, wo ist denn der Brunnen? Ja, wenn ich wüsste, wo der Brunnen ist, vielleicht da? Ist das hier ein neuer Weg, den ich gehen kann? Der ist offen. Das müsste sogar gehen. Bling, bling. Hallo. Ja. Ein bisschen düster hier drin. Hat jemand gerade ein Feuerzeug? Wobei, ah ne, da sind ja schon Flammen. Oder war ich hier schon mal drin? Nö, ich glaube nicht. Okay, Festbrunnen, wo ist hier der Festbrunnen? Ist eine gute Frage hier. Und tut mir leid, achso, das ist hier die nächste Stufe. Dann nehme ich mir erstmal Hoppala Wasser. Was haben wir denn da Schönes? Okay, ich glaube, ich speichere erstmal ab. Willst du speichern? Ja, bitte, dankeschön. Ich mache den Part ein bisschen länger, weil ich weiß, im Moment laufe ich hier nur rum, aber bei anderen RPGs wäre das auch oft der Fall. Was mir eigentlich auch an dem Spiel gut gefällt, es hat jetzt auch ein paar RPG-Elemente. Nicht nur kämpfen, sondern halt so ein paar witzige Sachen, Einlagen, Geschichten. Okay. Festbrunnen, also... Ich habe ein Gefühl, ich bin hier richtig. Okay, da haben wir das Team von Hinata, Shino und Kiba. Wow, Shisui, dann dir geht's ja gut. Ja, die Verstimmung hier ist einfach toll. Sowas erleben wir nicht oft. Tja, ich sollte allen beweisen, dass der Name Uchiha wirklich für die allerbesten der Welt steht. Guckt, seht ihr, was ich meine? In der Geschichte ist er gestorben. Hier, da geht's ihm putzmunter. Der ist hier, macht Spaß und er freut sich. Ist das nicht schön? Okay, Naruto, wo bist du verdammt nochmal? Wo ist hier der Festbrunnen? Also hier geht's auch nicht weiter. Vielleicht hier... Oder, Moment, wo bin ich denn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Karte würde mir auch nicht viel verraten. Okay. Siegelbarriere, Teleportation in der Speicherpunkt Warenhaus. Du bist hier. Mittlere Stufe. Ja, das sagt mir gar nichts. Es steht nirgends irgendwie... Oh, hier ist der Festbrunnen. Schau mal hier. Das ist immer so eine Sache. Bei großen Karten, wupp. Guten Tag, die Herren. Und wo man nicht weiß, wo man lang soll. Ich habe zwar eine Karte, aber auch nicht irgendwie... Sowas wie ein Ausrufezeichen wäre schon, wo es mir zeigt, okay, da ist dein nächstes Ziel. Weil ich meine... Sonst muss ich jetzt ja ziemlich viel rumsuchen. Festbrunnen. Besonders, wie sieht ein Festbrunnen aus? Wo bin ich jetzt hier lang? Okay, ich habe mich, glaube ich, gerade ein bisschen verirrt. Hüpp. Guten Tag, die Dame. Das schnapp ich mir mal. 1000 Rio flattern hier einfach so im Winde. Na, sind sie öfters hier? Yep, in der Tat. Diese Kristalle.
Es sind einfach schon. Sprich mit Junge an folgendem Ort. Ach so, ich muss hier einen Jungen finden und nicht Naruto, mit dem er Verstecken gespielt hat. Boah. Bra. Na, das gefällt mir ja nicht so. Ich wollte auch ein bisschen mehr kämpfen zeigen. Meine Güte. Aber ich meine, ich muss ja auch den Leuten hier helfen. Ich meine, wenn nicht ich, wer dann? Meins. Nochmal Abwehr am Angriff. Entschuldigt mich, ich bin wieder mal ein bisschen in der Kälte. Das schlägt mir auf die Stimme. Zack. 1800, 1400. Wir lassen hier so viel Geld rumliegen und fliegen. Okay, ich will erstmal die Sache fertig bringen und dann beende ich den Part. Und dann gibt es halt im nächsten Teil ein paar mehr Kämpfe. Ich möchte halt wirklich versuchen, für jede Stufe ein paar neue Charaktere hier zusammenzusuchen. Okay, Festbrunnen. Wo ist hier der Festbrunnen? Vielleicht doch draußen? Weil ich meine, ein Festbrunnen in der Höhle klingt nicht so passend. Aha. Vielleicht ja doch hier ein bisschen weiter hoch. Oder wie, oder was, oder wer, oder jenes. Also da, der, wo hier das Symbol mit den Händen hat, da muss ich hingehen. Komm schon, Jovo. Streng dich an. Das wirst du wohl entdecken. Okay, da oben war es Zeit. Das habe ich schon wieder total vergessen. Ein bisschen von deinem Haar schaut hier gerade aus dem Kragen runter. Aha. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Und doch. Wo ist er? Ich muss bald nach Hause. Anscheinend spielt dieses Kind Verstecken mit Naruto. Frag den Jungen nach Naruto. Hä? Du suchst nach meinem großen Bruder Naruto? Die sind nicht wirklich verwandt, ist es halt zu sagen. Wenn Kinder jemanden gerne haben, dann nennen sie ihn zum Beispiel großer Bruder oder große Schwester. Könntest du denn statt mir nach ihm suchen, muss jetzt nämlich echt nach Hause. Ich denke, er könnte sich da im Brunnen verstecken oder irgendwo beim Schreintor. Naja, danke. Immer wieder gerne. Und du bist jetzt immer noch hier. Okay. Im Brunnen oder Schreintor? Ah, da haben wir eine Lotterie. Okay, was schaut er da so ins Wasser? Was gibt's denn da zu glotzen? Dieses Quellwasser kam genau richtig. Das ist der Festbrunnen. Davon muss ich den anderen erzählen, wenn ich zurückkomme. Ah, stimmt ja, wir können über Wasser laufen. Okay, hier ist er nicht, dann muss es doch beim Schreintor sein. Oder? Nur wo ist hier jetzt bitte das Schreintor? Hier vielleicht? Echt, das ist... Aha! Da bist du ja, verdammte Kiste. Ich hab dich schon gesucht. Haha, hier wird er mich garantiert nicht finden. Naruto entdeckt. Und jetzt der Sound aus Metal Gear Solid. Oh, das ist ja gar nicht dieser Kleine. Mann, erschreck mich doch nicht so. Kein Verstecken mehr. Du sagst, Naruto, dass Kakashi ein Training angesetzt hat. Hä? Er ist nach Hause gegangen? Und Kakashi und die anderen machen ein Teamtraining? Warum bin ich da nicht dabei? Ich bin so aufgeregt. Also, wo sind sie? Am Festufer? Dann sollte ich ja wohl hin, oder? Wäre wohl besser. Folge Naruto zum Festufer. Okay, habe ich gerade gesagt, es ist interessant, es ist lustig. Ja, das mit dem Laufen, die sind nicht so lustig. Besonders, ich kann nicht schneller laufen als jetzt. Und jetzt kann ich auch mit denen hier reden. Okay, hier haben wir Team Guy, gut. Dann kann ich die ja dann nach und nach finden. Wobei ich natürlich auch diese Charaktere, die Sache mit den Charakteren ganz am Schluss machen könnte. Aber ich meine, je mehr Charaktere fürs Team, desto mehr könnt ihr sehen. Und desto mehr Abwechslung ist auch. Ja, flop, flop, flop. Erscheint ihr aus dem Nichts, ihr seid wahre Ninjas. Nur zu, trainiert ruhig, ohne mich ist schon in Ordnung. Was redest du da für einen Unsinn? Du bist doch weg gewesen, sodass wir nicht rechtzeitig Bescheid sagen konnten. Naja, tja, ich hatte ein paar dringende Angelegenheiten, um die ich mich kümmern musste. Dringend? So wie ein Versteckspiel mit Kindern, dringend? Erwischt. Naja, ich kann doch einem Kind keine Bitte abschlagen. Tja, Pech für dich. Das heutige Training ist gerade zu Ende. Was? Du machst ja wohl Witze. Jetzt reg dich schon ab. Ich meine Teamwork, das solltest du wohl drauf haben. Naja, stimmt, aber wenn schon alle nicht hier sind. Aber wenn schon alle hier sind, hätte ich auch gern trainiert. Na gut, ich mache mit und wir trainieren nochmal. Ich bin auch dabei. Und ich bin wahre Freunde. Ich verdrücke gerade wieder ein Tränchen. Oh. Sakura, sei. Alles schön und gut, aber wer ist euer Trainingsgegner?
Kakashi und ich, wir sind schon ziemlich müde. Jetzt schaut nicht in meine Richtung. Naja, unser neuer Kumpel, verdammt, kann doch euch doch gut ersetzen, oder? Oh oh, da haben wir schon wieder. Stützt du Leute ins Unglück? Aber das ist doch gar keine so schlechte Idee. Würdest du uns vielleicht noch ein bisschen länger helfen? Haha, ich werde ganz großartig kämpfen, damit meine Verspätung wettmachen. Sakura, sei, los geht's. Moment, halt, stopp, hey. Ja, ihr könntet auch, hättet auch mal warten können, bis ich hier zustimme. Aber gut, jetzt kann ich euch noch ein bisschen die Fähigkeiten von Mitsukage zeigen. Und auch zeigen, wie man mit einem Fernkämpfer in die Nahoffensive gehen kann. Joho. Kann ich mir vielleicht ein paar Mitglieder aussuchen, die mir helfen, weil ich meinen 3 gegen 1 schon ein bisschen fies. Oder? Oder? Komm schon. Laden. Oh, gut. Ah, ich kann mir was aussuchen. Okay. Okay, ich kann mir nur meine Teammitglieder und die Mei, die andere Mitsukage, die offizielle, also nee, nicht die offizielle, sondern die im Moment. Okay, was nehme ich? Erwachen, Einsatz, Ultimatives. Sein Ultimatives ist ja einer der neuen Charaktere, der gefällt mir. Der ist vom Charakter her ist er, wie soll man sagen, ein bisschen hochnäsig. Der denkt sich, oh, er ist so stark und ja. Und mit seinen Augen, mit seinen nicht vorhandenen Augenbrauen hat er einfach mehr Charisma. Gut, gewinne den Kampf. Kein Problem. Dann legen wir mal los. Verdammt. Ah, verdammt. Kommt doch her. Wow. Okay, jetzt zeige ich euch, wie das geht. Man muss erstmal... Man kann von der Nahkampf-Kombo in die Fernkampf-Kombo gehen. Ganz einfach. Ba-boom. Jawohl. Richtig. Babushi. Jawohl. So läuft das. Jawohl. Oh, das trifft ihn sogar. Okay, ich möchte mal versuchen, alles möglich von ihm zu zeigen. Zack. Mehr Treffer hat er nicht. Oh oh. Wow. Ach, du wolltest dein Siegel einsetzen, was? Okay. Okay, jetzt kommt das Team Ultimate. Die haben kein spezielles, man sieht einfach nur seins, aber... Ba-boom, erwischt. Und nun, genieße die Show. Oh ja, von diesen wiederbelebten Kage ist er mein Liebling. Ich finde halt, ich bin allgemein Fan von Fernkämpfern, weil das halt, es ist halt wie gesagt etwas anders, als wenn man mit einem Nahkampfcharakter kämpft. Man muss hier schon ein bisschen aufpassen und, aber wie ihr seht, man kann auf faire Weise mit einem Fernkämpfer Nahkämpfer bekämpfen. Ohne sie zu sagen, Spammer, also überlegt nochmal nach, lasst euch die Worte, die ich gesagt habe, durch den Kopf gehen und überlegt euch nochmal eure Meinung über solche Charaktere. Autsch. Ich denke, das war's. Ich kann's kaum glauben, dass du Naruto geschlagen hast. Ah, ihr seid sauer. Allerdings ist es gut, dass du die Chance hattest zu verlieren. Hä? Man betrachtet die Dinge anders, wenn man verliert, zum Beispiel die eigenen Stärken, die Teamarbeit und die anderen. Stimmt, es macht den Eindruck, als könnte die Teamarbeit noch Verbesserungen vortragen. Das macht einen stärker, wenn man aus Fehlern lernt. Das heißt, jetzt kannst du dich noch weiter verbessern. Bist du nicht ein Glückspilz, Naruto? Ich weiß nicht, ob Glückspilz das richtige Wort ist, wenn ich gerade verloren habe. Aber ihr habt recht, ich muss mich immer weiter verbessern. Diese Reaktion ist ja so typisch wie dich, Naruto. Also dann, danke für deine Hilfe heute. Als Ausdruck des Dankes darfst du uns wissen lassen, wenn du mal Hilfe brauchst. Jawohl, dankeschön. In Ordnung, ich höre jederzeit gerne aus. Ich war auch gerne aus, weißt du? Also dann ist alles klar.
Ich freue mich schon darauf, dich besser kennenzulernen. Bis später, bis bald. Ich hoffe, ein großes Herz geboren zu haben und bieten so können. 5 neue Partner, jawohl. Das haben wir ein fettes Kennen, ja, yeah. Haha, Naoto Shumaki, Kisaku Haruno, Sai, der hat keinen Nachnamen, ist der arm dafür, Kakashi Hatake und Yamato hat auch keinen Nachnamen, keine Ahnung warum. Gut, ein bisschen längeres Video heute, diesmal wieder nur einen Kampf, aber die ist dafür, geht's dann nächstes Mal mit dem C-Turnier, müsste doch dann losgehen. Und ihr werdet sehen, was der Mitsukage noch so alles drauf hat. Hier bin ich falsch. Gut, ich hoffe trotzdem, Ihnen hat die Ausgabe von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und dann sehen wir uns bei der Fazit wieder. Wieder. Kann heute nicht reden. Zoom mal hin. Schaut euch diese Haare an. Oh, sexy. Ja. Also, ihr 93 Show-Woche. Eine Love to Nintendo. Tschüss. And goodbye.